Servus, der Sofa zur Day. Ich nehme dich heute mal mit in den Wald, weil ich dir was zeigen will, was mit dem Hexenprozess zusammenhängt. Ja, ich weiß nicht, ob du dir die Vorvlogs zu meiner Dokumentation schon angeschaut hast oder nicht, aber ich nehme dich heute mal mit zu einem, ja, nennen wir es mal besonderen Platz. Es gibt ein paar so Zeugnisse über Hexenprozesse in der Oberpfalz, ja, gibt es halt so spärliche Schriften oder Berichte im Endeffekt. Aber es gibt einen Harald Fähnrich und der hat in dem Buch Oberpfälzer Heimat, Band 41, ein paar Fakten zusammengetragen. Also was heißt ein paar Fakten? Also das ist eigentlich das, was ich gelesen habe, ja, und aus dem ich dir erzähle und vielleicht dann noch aus einem anderen Buch. Aber das ist jetzt so meine Hauptquelle. Ich war quasi nicht im Archiv, ja, und habe mir das jetzt selber zusammengereimt, sondern das ist größtenteils quasi aus dem Buch halt, ne? Was die ganzen Heimatschriften so betrifft, wir haben zwar einen reichen Schatz an Heimatzeichen, aber im Endeffekt musst du es halt einfach mal finden. Genau, und der erste Flock war ja der, weil ich quasi den mutmaßlichen Scheiterhaufen Platz gezeigt habe. Ja. Also den habe ich gar nicht gezeigt, du warst bloß kurz dabei, weil ich das halt im Endeffekt angeschaut habe. Das kommt dann noch und dann war ich einmal mit meinem saucoolen E-Roller unterwegs und habe da halt, ja, dich mal ins Boot geholt, um was jetzt im Endeffekt da geht. Jumin. An einem Tag im Dezember 1654, ja, ist irgend so ein Dude, der hat Hans Zanner geheißen, in Pösing in ein Haus eingestiegen, hat eine Leinwand geklaut und schmolz. Ja, und da haben sie ihn quasi verhaftet. Am 12. Dezember 1654 haben sie den quasi den Amt Wetterfeld überstellt. Das ist so unten bei, ja, wenn du von Amberg auf Kamm fährst, da halt Roding kam, kommt dann Wetterfeld. Ja. Und am 19. Dezember 1654 haben sie die Aussage von dem quasi zur Regierung in Amberg geschickt. Ja, also das war quasi mal der Auslese dessen, was halt die Ursula Zanner dann für Schicksal gehabt hat. Also, hey Alter, der fette Schwammerl sucht gerade. Von dir Wichser, Alter. So wie Servus sagt dir gar nichts. Meine Fresse, hier gibt's Leute echt. Aufgrund der Aussage halt, von denen oder von den Leuten, keine Ahnung, haben sie quasi herausgefunden, dass der nicht allein war. Ja. Am 19. Dezember 1654 sind die Eltern von ihm auch durch Pösing gegangen und weiter nach Kirchenrohrbach. Und weil die Information so brisant war, haben sie quasi einen Boten von Walderbach zur Klosterverwaltung geschickt. Ja. Also, man ist quasi einer entwurzelten, umherziehenden Familie im Wortlaut auf die Schliche gekommen, die quasi mit sowas halt unrechtmäßigen Lebensunterhalt verdient hat. Jetzt muss man schauen, dass ich wieder rauskomme aus dem Schlag da. Man ist im Endeffekt davon ausgegangen, dass halt die Mutter und der Sohn bzw. die Familie Hand in Hand gearbeitet haben. Du weißt schon, so bandenmäßigen Diebstahl. Und der Hans Zanner war halt, ja, halt da schon vorher unterwegs war, weil sie ihn da quasi verhaftet haben. Das war quasi so eine Art Speer, ja, der ist halt dem vorausgeeilt. Und die anderen dann halt im Endeffekt, ja, so gesehen, ein paar Tage später. Also die gesamte Verhaftung hat sich dann im Endeffekt auf bandenmäßigen Diebstahl bezogen. Ja, war quasi der Anfang vom Ende. So, jetzt bin ich wieder draußen. Jedenfalls war es so, also der quasi am 19. Dezember da halt durch Pösing, da die Ding da halt, ne? Und am 20. Dezember haben sie die verhaftet. Also Vater, Mutter und die zwei kleinen Geschwister von dem Hans Zanner in Walderbach. Dann haben sie die quasi auch vernommen, dann ist die Aussage von denen nach Wetterfeld gegangen und auch dann mit einem Boten zur Regierung. Somit war die Anklage der Ursula Zanner bandmäßiger Diebstahl, was ich dir gerade erklärt habe. Am 22. Dezember haben sie quasi die Mutter, also die Ursula Zanner, den Vater, den Jakob Zanner und die zwei kleinen Geschwister, den Georg und die Anna, von Walderbach auf Neuenburg gebracht
und von Neuenburg dann auf Amberg. Ja, und das ist auch der Grund, was du jetzt dann siehst, warum ich jetzt da unterwegs bin. Ja, in den Tiefen der Waldgebiete, Alter. Da haben sie mit einem Fuhrwerk auf Amberg gefahren. Also mit zwei Fuhrwerken waren da unterwegs. Ja. Und da waren ein Haufen Leute dabei. Ja. Und da haben sie quasi von Neuenburg auf Amberg gefahren, zwei Tage lang. Und es gibt mehrere Altstraßentrassen, die auf Amberg laufen, von Schwarzerfeld. Und der kürzeste Weg auf Amberg ist aber wahrlich Neuenburg vom Wald, Schwarzenfeld, Högling, Hütterstorf, Amberg. Und ich bin jetzt gerade in dem Waldgebiet um Hütterstorf. Ne? Man weiß natürlich nicht, welche Trasse die gefahren haben, aber die schnellste Altstraßentrasse von Schwarzenfeld dann auf Amberg ist im Endeffekt da, wo ich gerade bin. Ja, heutzutage ist halt jetzt der Feldweg, aber rechts drin ein Hohlweg einer Altstraße. Die zeige ich jetzt einmal. Da ist ein Hohlweg. Ja, quasi einer von mehreren Hohlwegen. Hohlwege sind Überbleibsel von alten Straßen. Ja, es ist natürlich so, dass solche Wege quasi durch Eruption und keine Ahnung, da bin ich jetzt blöd, quasi eingefallen haben, ja, dass die halt verwittert haben. Aber es gibt halt im Endeffekt Indizien, weil solche Wege, solche Rennwege, Postwege und so, weil so Booten unterwegs waren und halt auch Kutschen unterwegs waren, weil es ähnlich unserer Autobahn von A nach B halt ziemlich schnell wollten, haben wir halt einfach eine gewisse Breite, ja, weil die mit den Kutschen gefahren haben und die Fuhrwerke. Und dann, also mittelalterlich halt, da siehst du dann noch bei manchen quasi sogar die Reifeneintiefungen. Alter, hab ich mich jetzt verrennt, hey. Meine Fresse, oder? Hey. Kannst du nicht sehen, geh wieder zurück. So, Freunde im Internet. Und da haben wir quasi ein Paradebeispiel von einem Weg, der definitiv mit Kutschen gefahren worden ist. Ja, ich habe einen Meterstab dabei. Der ist jetzt auf 1,20 Meter Gas gelegt halt. Ja, also die Altstraßentrasse ist auf jeden Fall gefahren worden mit Kutschen. Ja, da geht es jetzt auf der anderen Seite rein, in den Wald. Also der schlösst ja quasi, ja. Der vertieft sich halt da. Ja, also das war ein astreiner Weg für mittelalterliches Transportwesen in Sachen von Kutschen. Zusammenfassung des Ganzen. Ja, da diese Altstraßentrasse von Högling kommt, Hütterstorf, auf Amberg rein, also und dann halt weiter Schwarzenfeld und Neuenburg vor dem Wald, und das die kürzeste Trasse ist, um jemanden zu befördern, gehe ich davon aus, dass das der Weg war, oder einer der Wege, das hat, da haben ja mehrere solche Dinge, was die Ursula Zanner damals halt auf Amberg transportiert haben. Ja. Wenn die da auf Amberg gekommen ist, war das Hexe noch gar nicht im Raum gestanden. Also wie gesagt, die ganze Familie ist ja wegen einem bandenmäßigen Diebstahl halt, naja, halt da so verhaftet werden. Ne? Der Hans Zanner, der ist nur dort geblieben. Der ist in. Ja, habe jetzt vergessen, ist ja wurscht. Jedenfalls, der ist nicht mittransportiert worden. Fertig. Die Geschichte ist sowieso nur länger. Jedenfalls, bandmäßiger Diebstahl. Zwei Tage unterwegs mit Fuhrwerke und der fetten Bewachung. Da waren auch viele Leute dabei, wie gesagt. Ist die Family dann auf Amberg transportiert worden. Genau. Und das war der Anfang halt. Das erste Kapitel, der Anfang vom Ende, weil es dann quasi weitergegangen ist, das erzähle ich dir in einem anderen Vlog. Ich will das nicht so lang machen. Ja. Außerdem gehe ich jetzt quasi wieder heim. Also, das ist ja immerhin noch ein Vlog, ja, und keine wissenschaftliche Abhandlungsdoku. Genau, ich tue jetzt meinen Grill anschieren und dann mache ich mir erst einmal ein Bier auf, ja, und warte, was da noch kommt. Und heute Nacht bin ich dann wahrscheinlich
auch noch spazieren. Genau, und in diesem Sinne, mein Freund im Internet, let's fetz aus Oberpfalz. Danke, dass du das jetzt angeschaut hast. You mean. Tschüss.